mal geduldig sein. Sieh mich nicht an. Verdammt nochmal. Mist, schade. Hätte fast geklappt. Elixier, Elixier. Ehemalige Stadtwache. Werfen wir mal. Umgedreht, aber der hat nichts mit. Okay. Was ist mit dir? Ach, guck an, da war, stand Beute neben. Dann haben wir ja die Beute genommen. Der hat auch nichts mehr. Schleichmodus. Was? Lebt noch einer von denen? Was? Okay. Lichtwand ist da. Sind wir jetzt schon dahinter? Ich glaube schon, ne? Haben wir... Aha, wir haben es geschafft. Wie alt war nochmal deine Schwester? Du bist so ein Hetzkopf. Optional. Oh, wir haben wirklich das Optionale geschafft. So. Huch, da ist ja eine Wache. Huiuiui. Zeit. Verdammt! Mist! Nicht gut, nicht gut. Schitte. Viele Gegner. Kann ich mich irgendwie... Oh, nein, kann ich nicht. Das war jetzt völlig unentdeckt. Huh. Dieses Dröhnen ist Alarm, ne? Oh, fuck. Ratten. Ach, Mensch. Können wir nicht einfach friedlich sein? Scheiße, die Ratten. Da hoch. Okay, so. Puh. Wo ist der Campbell? Sag mir das. Ich mag nicht mehr. Wo ist der Campbell jetzt? Ach da. Holger Square. 30 Meter. Wie kommen wir da hin? Kommen wir da irgendwie sneaky, sneaky, porty, porty hin? Oder muss ich mich da jetzt weiter durchkämpfen? So versagertechnisch schon, ne? Okay, wir haben definitiv Alarm ausgelöst. War also sehr erfolgreich hier die Schleich-Action, die ich betrieben habe. Das ist doch jetzt wieder ein schlechter Witz. Ich muss wieder in so einen blöden Raum rein. Ich will nicht immer in Räume rein, wo ich mich nicht verstecken kann. Büro des Oberaufsehers. Klettere in höhere gelegene Bereiche, jawohl. Gibt's nicht. Gibt's hier gerade nicht, ist nicht möglich. Ich habe den Port aktiviert, dann ist das schon mal in Ordnung. Hallo Martin. Angeblich fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz der schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, nicht wahr? Es ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich vermisse nur ihre Frau. Der eine ist angekettet, ne? Sie lassen sich nicht so leicht Angst machen. Respekt. Das wird schon noch. Der schläft. Ja, ja, Ruhe. Ich weiß, ich weiß. Eins nach dem anderen, Schätzelein. Eins nach dem anderen. Wir haben nicht für alles Zeit. So, dich sollte ich, glaube ich, sowieso... Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Soll ich dich befreien? Und ich kann helfen. Schalter. Sprich mit Aufseher Martin. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Benutze Schalter, habe ich auch schon. Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann du willst nur an die Telefonnummern von den geilen Schnecken, ne? Namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Ich hab nicht zugehört. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen.
Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Also werde ich mich zum Hauenpitz packen. Nö, klar, du kannst nicht Wenn mitkämpfen. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf sie warten. So. Ziele. Aufgaben da. Finde Emily und... Ach ja, und verschone Hauptmann Kurnow. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass sie schaden. Jo, das wäre ziemlich angenehm. Port. Fürchte ich, denn hier ist alles zu. Oh, kommen wir da nicht hoch? Offenbar nicht. Okay. Wie kommen wir denn da lang? Hier durch das Türchen. Hallo. Nein, nicht durch diese Tür. Ah. Augen offen halten, dann sieht man auch, wo man lang muss. Hep. So. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Huiuiui. Ich habe es niemals was? Nicht tödlich, das Zeichen des Ketzers. Durchsuche das Archiv. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Was hatte er verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die 7 Gebote und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Das werde ich. Okay, wir müssen die offenbar alle besiegen. Gehen wir mal hier runter. Ach, wir sind nicht im Sneaky-Modus. Das geht ja nicht. So. Die beiden stehen da relativ gut. Da sind wir unsichtbar sozusagen. Aber der eine, der patrouilliert hier so rum. Ihr greift mich nicht an. Oh, jetzt steht der andere aber auch nicht mehr gut. Wo ist denn der Patrouillierende? So. Hallo? Oh, da kommt einer. Was war denn eigentlich mit diesen Haftungsbomben? Hatten wir nicht da was? Oh, da kommt er, glaube ich. Schon da? Ernsthaft? Das klang doch nicht nur für mich so, dass, als ob da jemand gepinkelt hätte, oder? Na los, komm vorbei. Okay. So. Stell dich nicht so an! Aufwachen! Okay. Verdammte Ratte! Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Wachen! Zu mir! Oh, oh. Du wirst blöder! Okay, der will nicht. Hallo? War da nicht noch ein Dritter? Ich möchte keine Granate benutzen. Ach man, immer meine Fehler. Kleine Fehler. Da war doch ein Dritter. Ich weiß genau, dass da ein dritter Mensch war. Leise. So, da haben wir was. Bolzen. Oh, schade. Oh, was für ein... Ach so, das ist der Questmarker. Kurnows Besuch. Hauptmann Kurnow und seinem Gefolge werden Kontrollposten, Zwischenfälle basieren. Okay. Okay, also, wenn ich das jetzt richtig verstehe,
Wissen die, dass der Kurnoff nicht ganz so für die ist? Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, oh, das glaube ich. Der eine könnte uns sehen, ne? Der da. Huch. Es gibt viele Wege durch die einzelnen Missionen, Hauptstraßen, Gassen, Rattentunnel, Dächer, Kanäle. Probiere verschiedene Wege aus, um dein Ziel zu erreichen. Da hinten müssen wir hin. Der sieht uns. Die sind beide irgendwie schlecht positioniert. Ich will eigentlich geradeaus in den Tunnel rein. Dann halt nicht. Nummer 1. Der hat den Rücken. Oh. Der hinten tritt eine Ratte kaputt. Hä? Okay, der da, weiß ich nicht, was der gerade macht. Der da geht jetzt weg. Die laufen blöd. Die laufen so, dass uns einer immer sehen kann. Fürchte ich zum. Hör auf zu summen. Puh. Das hätte ordentlich ins Auge gehen können. Sofort. Erledigt. Oder? Oh, da ist noch einer. Aber ich habe bald keine Bolzen mehr. So. Sehe ich irgendwas Dachmäßiges? Nö, nicht wirklich, ne? Zum darüber zu kommen. Der sieht uns nicht. Da sind jede Menge. Okay, ich fürchte, wir müssen doch den Tunnel darunter. Ah, ich sitze hier gerade schon wieder total angespannt. So, zwei Bolzen oder so haben wir noch. Ist das richtig? Nö, nein, alles gut. Da. Hallo? Geh da hoch. Ernsthaft? Dafür brauche ich den Port oder was? Verzeihung, da bin ich einmal ans Mikro gestoßen. Das tut mir leid. So. Oh. Ach, guck an. Ich weiß, das war total unnötig. Hätte ich gar nicht machen müssen. Vielleicht lenkt die das ja ab. Wer weiß. Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass wir jetzt erst recht entdeckt werden. Durch. Da liegt was. Was liegt denn da? Bolzen. Wasser. Hier können wir hoch. Hm. Okay. Gut. Hier ist alles ruhig. So, da ist das Besprechungszimmer und da ist die Brandmarkungsanweisungsdings. Ach so, wir sind im Büro. Nee, aber wir wollten ja. Ach, ich drücke immer die falschen Tasten. Zum Zwinger. Machen wir das mal. Wir haben ja noch. Pass gut auf heute Abend, mein Junge. Ich habe von bösen Männern gehört. Ach du Scheiße. Du bist ein guter Junge. What the fuck? Guter Junge. Okay. Das sollten wir uns ansehen. Wo bist du? Erledigt? Wir wissen, dass du hier bist. Meine Güte, diese Armbrust muss ja echt krass ab. Schmutziges Fake. Ja, genau. Oh. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Kommst du her?
Offenbar nicht. Okay. Die Hunde sehen sehr, sehr, sehr angsteinflößend aus. Wie ich finde. Verdammt, ein Toter. Huch. Da habe ich ja noch mal halbwegs gut reagiert. Keine Munition dieses Typs, okay. Da ist was drin, da ist was drin. Geöffnet durch einen Hebel, ach so. Hunde. Viele Hunde. Böse Hunde. Hunde, die mich happa happa machen wollen, sozusagen. So, Beute nehmen. Haben wir genommen? Ja. Besprechungszimmer. Da muss ich lang wahrscheinlich. Geht's hier denn auch noch weiter? Achso, Kombination, alles klar. Gut. Ne, steht hier nichts. Hier steht nichts. Gut. Ah, können wir das öffnen? Ah, guck an. Ich komme nur an das Buch und an was auch immer da noch so drin ist, wenn ich alle... Houndcage Release. Ja, das mache ich aber bestimmt nicht. F. War ja klar, oder? War doch eigentlich so... Ach, da, guck mal. Ach, schön. Das ging ja dann doch einfach. 7 Gebote, Auszug aus der weit verbreiteten Übergang. Okay. Beutel. Nein. Nein, nein. Noch lasse ich die Hunde nicht raus, beziehungsweise mache das nicht auf. Später vielleicht. Im Moment finde ich die Viecher widerlich und angsteinflößend. Deswegen lasse ich die schön in ihren Käfigen. Da hinten ist das Besprechungszimmer. Okay, ich werde... Oh. Mist. Klappe. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch eine Wache ist. So. Gut, jetzt haben wir alle Hunde tot, ne? Dann kann ich jetzt gleich auch mal öffnen. Wie sieht das aus? Ist denn da überhaupt was Sinnvolles drin? Oh ja. Blutwurst. Ich sehe da gar nichts. A, B, C. D, E, F, G. Wie viele habe ich noch? 4 Bolzen. Das ist nicht sehr viel. Alles klar. Ich habe unsere gesammelte Beute im Verbrennungsraum versteckt. Sie befindet sich unter den toten Hunden, wo niemand danach sucht. Und wo wir niemand sie findet. Sie unter den Geboten nach. Um die Kombination für die Tür herauszufinden. Lügende Zunge, wandernder Blick, irrender Geist. Okay. Zunge, Blick, Geist. Zunge, Blick, Geist. Zunge, Blick, Geist.